Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, was ich zum Geburtstag bekommen habe, denn die ein oder andere hat auch schon danach gefragt, ob ich das vielleicht einfach auf YouTube zeigen möchte, könnte, wollte, wie auch immer, rein aus Interesse und manche natürlich, die mir etwas geschenkt haben, hätten auch gerne, dass ich das tatsächlich hier dann auch einfach mal zeige und auch meine Reaktion darauf, wie ich das so finde und so. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin sehr, sehr überwältigt davon, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Vieles habe ich mir gewünscht und ich habe eine große Familie. Ne, das muss man ja auch wirklich an dieser Stelle sagen. Meine Eltern sind getrennt, meine Schwiegereltern in Spee sind auch getrennt. Dementsprechend gibt es da schon mal etwas mehr Potenzial. Von meiner Familie habe ich mir meistens so Gutscheine gewünscht, weil ich halt auch gesagt habe, Leute, ne, ich weiß nicht, was ich mir jetzt aktuell wünschen soll, habe mir auch schon das ein oder andere von den Gutscheinen bestellt, zum Beispiel für draußen, da habe ich ganz viele Pflanzen schon neu bestellt, die ich jetzt auch schon eingepflanzt habe und so, das kann ich euch dann natürlich hier echt schlecht zeigen, ich zeige euch sowas gerne auf Instagram, da zeige ich euch das fertige Ergebnis dann immer, wenn ich was umgestaltet habe bei mir im Garten, falls du mir noch nicht dort folgen solltest, hol das gerne nach, da heiße ich AIDWIP, Claudia rückwärts, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, das war ein, ich habe keine Ahnung, ich bin ganz nervös, ich finde solche Videos immer etwas schwierig, weil ich möchte, weiß Gott nicht, damit angeben, dass ich Geschenke bekommen habe. Vielleicht kann man das ja auch so als kleine Inspiration nehmen, ich weiß es nicht, das müsst ihr für euch selber so entscheiden, ne? Und ansonsten solltet ihr das Video nicht gucken, falls euch sowas triggern oder ärgern sollte, nerven sollte oder wie auch immer. Genau, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich sage jetzt nicht unbedingt, von wem ich was bekommen habe, natürlich von meinen Mädels, also von meinen Freundinnen habe ich was gekriegt, dann von Internetbekanntschaften nenne ich das jetzt einfach mal, also von Internetfreundinnen, von meiner Familie, von einem Kooperationspartner, nein, von zwei. Drei habe ich hier auch was stehen. Genau. Und ich starte einfach mal mit Rittersport Happy Birthday. Das sind so Würfelchen. Ich liebe Schokolade und diese waren super lecker. Mir persönlich hat am besten gefallen das Karamell Duo. Das ist dieses hier. Das hat richtig lecker geschmeckt. Oh mein Gott, war das lecker. Und es waren halt so kleine Würfelchen. Habe ich gefeiert. Dann habe ich ein Piep-Ei geschenkt bekommen. Das fand ich richtig witzig. Das muss ich aber noch ausprobieren. Und das ist ein Piep-Ei Amadeus, so nennt sich das. Das wurde gekauft, irgendwie rein zufällig beim Shoppen erwischt und mitgenommen, sage ich mal. So wurde mir das erzählt. Und das nimmt man zum Eierkochen. Also du machst das zusammen mit deinen Eiern in den Topf und dann spielt es die entsprechende Melodie, je nachdem, welchen Härtegrad das Ei dann gerade hat. Das ist ein Träumchen. Es spielt drei Melodien. Der Vogelfänger für Weicheier, Rondo à la Turca für mittelweiche Eier und eine kleine Nachtmusik für hartgekochte Eier. Fand ich extrem witzig, muss ich aber wie gesagt noch ausprobieren. Wir haben eigentlich einen Eierkocher, aber sowas finde ich, ne, weiß der, die, das Schenker auch auf jeden Fall, dass ich auch sowas abfahre. Das habt ihr tatsächlich auch schon mal gesehen. Das hatte ich nämlich auch von einem Kooperationspartner geschenkt bekommen. Und zwar von den Yoga Junkies. Das hatte ich in meiner Aprilbox, glaube ich, sogar schon drin. Da steht auch drauf Happy Birthday, Claudi. Und das ist ein bisschen Schmuck. Da habe ich ein wunderschönes Armband bekommen. Das hat so ein rautenförmiges, silbernes Anhängerchen. Und das Armband an sich ist in rosa. Finde ich auch wirklich schön. Mag ich gerne leiden. Und ja, bedanke mich natürlich von Herzen bei allen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben, die an mich gedacht haben, die mir etwas geschenkt haben. Auch nachträgliche Grüße und so weiter. Ne? Alles vielen, vielen Dank. Also das Telefon lief heiß hier. Das war echt der Wahnsinn. Dann habe ich einen Friseurgutschein bekommen, denn ich habe euch ja auch schon erzählt, dass ich mir gerne eine andere Frisur verpassen möchte. Und es wird, es wird. Ich kriege immer mehr in meinen Kopf. Ich habe schon wirklich von ganz, also von schulterlang bis ganz kurz, bis brustlang, bis, keine Ahnung, nur die Spitzen schneiden, über alles nachgedacht. Mein Freund hat mir gesagt, ach, egal, wie deine Frisur aussieht, ich liebe dich trotzdem. Fand ich auch sehr charmant von ihm. Das, also ich werde halt wirklich nur schneiden lassen. Ich werde nichts färben lassen, weil ich habe nach wie vor ja blonde Haare. Mein Freund hatte mir jetzt tatsächlich, wann war das? Vorgestern? Vorvorgestern? Gesagt, er hätte graue Haare entdeckt, aber es ist frech. Ich habe keine grauen Haare, nein. Auf jeden Fall. Ja. Genau,
wird da auf jeden Fall irgendwas passieren, weil mich nervt es halt, so ein Bommel ist zwar elegant, auch wenn ich eine Bommel auf dem Kopf habe oder wenn ich es so seitlich habe, sieht das alles ganz hübsch aus, aber mich nerven die Haare mittlerweile immer mehr. Sie sind gesund und sie sind auch hübsch und alles ist tutti, aber ich brauche eine Veränderung tatsächlich in der Hinsicht. Ja, wie schon erzählt, ne? Ich habe den ein oder anderen Amazon-Gutschein bekommen, den ich natürlich noch einlösen muss. Auch hier ist wieder ein Amazon-Gutschein. Ja, weil da kriegt man halt gefühlt alles, ne? Auch so Blumen und so, das ist halt ganz cool. Dann, auch hier habe ich von unserem Finanzberater einen Gutschein bekommen. Unverhofft kommt oft, fand ich total cool. Die haben uns auch einen Amazon-Gutschein geschenkt. Auch mein Freund hat tatsächlich einen bekommen. Dann habe ich hier noch einen Amazon-Gutschein. Also was es alles für schöne Verpackungen dafür gibt, ne? Dann habe ich auch wundervolle Karten bekommen. Ja, das ist von meiner Mama, ne? Das darf ich auch dabei sagen, genau. Das ist von meiner Mama. Und hier seht ihr mal, was für eine mega krasse Schrift meine Mama hat. Und sie schreibt mir, egal wie alt ich bin, drauf, an das Geburtstagskind Claudia. Das ist seit 34 Jahren, Quatsch, ich bin nicht 34, seit 32 Jahren, glaube ich, auf jeder Karte drauf, mein Freund ist 34 geworden. Entschuldigung, die Zahl habe ich heute schon mehrfach gesagt, deswegen, weil er vorgestern Geburtstag hatte und gestern und heute quasi Gäste da hatte. Und ja, deswegen musste ich halt auch den Geschenketisch freiräumen, weil er jetzt seinen Geschenketisch da hat. Ist egal. Auf jeden Fall, süße Karte, passt halt wie Arsch auf Eimer bei mir, ne? Mit dem Hundi. Dann habe ich hier auch noch eine Karte bekommen, die fand ich auch total süß. Das, diese Karte, die kommt übrigens auch von einer Lehrerin. Wenn ich das mal so, ja, das darf ich sagen, ne? Ja, ja. Auch da steht, das ist ja witzig. Auch da steht für das Geburtstagskind Claudi drauf. Ich glaube, das ist so eine Lehrersache, oder? Ein Traum. Ja, richtig süß. Habe ich auch eine Karte bekommen. Die werden alle übrigens immer aufbewahrt, Karten, ne? Dann habe ich noch eine Karte bekommen. Das ist auch aus dem familiären Kreis. Happy Birthday to you. Ich mag solche Karten so gerne. Oh, ich bin ein Fan von, ne? Die fand ich auch total, total cool. Happy Birthday, bleib einfach so verrückt, lustig und liebenswert, wie du bist. Ja, die kam natürlich von meinen Mädels, ne? Von meinen Freundinnen. Mit dem No Drama Llama. Da habe ich eine komplette Tasse von, ne? Hatte ich mal irgendwo in der Box drin, das No Drama Llama als Tasse. Seitdem steht die bei uns auf der Arbeit. Ist ein Traum. Toffifees habe ich noch und nöcher bekommen. Man weiß, wie sehr ich Toffifee liebe. Hier habe ich noch eine Karte. Ist für euch auch ein bisschen Inspo, ne? Was man so für Karten hat. Ich weiß es nicht. Ich liebe Blumen. Oh, so richtig, so eine richtige Blumenmädchenkarte, ne? Feier ich. Ja, das hier natürlich habe ich von meinem Freund bekommen, ne? Von niemandem anders bekomme ich so große Geschenke. Will ich auch gar nicht haben. Und das ist auch vollkommen richtig so. Also weder von meinen Eltern will ich sowas haben, noch von meinen Schwiegereltern, noch sonst irgendwie von meinen Großeltern oder so. Das habe ich mir von meinem Freund gewünscht und das habe ich auch bekommen, ne? Das ist das Tab A7. Und mein Freund und ich, wir machen uns halt recht große Geschenke, weil im Prinzip ist es ja linke Tasche, rechte Tasche. Wir haben zwar getrennte Konten, aber trotzdem schenkt man sich, ne? Egal. In ähnlichem Wert die Sachen halt entsprechend so, ne? Die man sich halt sonst selber kaufen würde, tatsächlich. Er hat von mir auch ein riesengroßes Lego-Teil bekommen. Lego Creator Expert, so ein Haus. Da gibt es ja diese Häuserreihe und da hat er von mir die Polizeistation bekommen. Genau, auf jeden Fall. Ja, ist es ein Tablet? Ein Tablet. Das ist ein kleiner Insider von meinem Freund und mir. Wir haben irgendwann mal, ich weiß gar nicht, es ist schon Ewigkeiten her, aber da kam im Fernsehen halt, es ist nicht witzig für euch, aber für mich ist es unheimlich witzig, so ein Beitrag von Galileo oder von sonst irgendwie so einer Wissenssendung und da wurden halt verschiedene Technikgeräte vorgestellt und da hieß es dann 10 Jahre Tablet und mein Freund und ich haben das geguckt, so, hä, nicht 10 Jahre Tablet, gibt's noch nicht länger ein Tablet, ne? Und wir haben es einfach nicht gerafft und irgendwann, oh ja, ein Tablet, Seitdem ist es halt echt so ein kleiner. Es ist total unlustig, ne? Ja, auf jeden Fall, hat er schon seit Jahren ein Tablet und sagte zu mir, Claudi, du brauchst ein Tablet. Und ich habe immer gesagt, nein, brauche ich nicht. Und jetzt habe ich mir tatsächlich eins gewünscht. Es ist geil, YouTube-Videos über ein Tablet zu gucken. Oh mein Gott. Ja, mache ich ja eigentlich nicht damit, also nicht viel mehr, ne? Und es ist ein Traum. So schön groß und man wird ja auch nicht jünger mit den Augen und so, ne? Fand ich geil. Also, ne? Noch eine schöne Karte habe ich bekommen. Happy Birthday to you. Wunderschön. Ja. Und für Claudia, das ist ein Umschlag.
Das fand ich auch richtig cool. Das ist eine Tasche. Und zwar habe ich eine sehr, sehr ähnliche Handtasche, Schrägstrich, einen ähnlichen Rucksack davon. Also in dem gleichen Material, in der gleichen Farbe, den ich mal vor ein paar Jahren, ich glaube zum 30. von meinen Nachbarn geschenkt bekommen habe. Und ja, da hat jemand aufgepasst und hat mir wirklich in exakt dem gleichen Design so eine Cross-Body-Bag geschenkt. Ja, das haben meine Kolleginnen mir geschenkt, kann ich jetzt auch sagen, weil sie das halt gesehen haben, dass wenn ich in der Mittagspause zum Beispiel spazieren gehe, mache ich im Sommer oder im Frühling, im Herbst immer. Also wenn kein Schiedwetter ist, dann bin ich immer irgendwie draußen am Spazieren. Und ja, denn wir haben halt echt eine schöne Gegend bei uns auf der Arbeit drumherum. Und ich habe halt immer ein Problem, denn ich nehme eigentlich immer irgendwie mein Handy mit und so ein paar andere Utensilien. Und das hat halt nicht irgendwie immer, ich habe nicht immer ein Kleid an mit Taschen, so wie heute. Oder ich habe nicht immer Stiefel an, wo ich sowas reinstecken kann. Und das haben die mir dann geschenkt. Genau, da kann ich hier mein Handy reinmachen. Das passt hier halt auch echt toll rein, ne? Und dann habe ich hier dann noch so ein Portemonnaie mit dran. Da kann ich theoretisch dann auch so Portemonnaie-Sachen reinmachen, sprich Geld, ne? Wenn ich mir mal zwischendurch ein Eis kaufen will oder so. Oder halt irgendwelche anderen Sachen. Lipgloss und was nicht alle, da passt da auch alle noch rein. Und das fand ich so cool, als sie mir das geschenkt haben, weil das einfach 1A das gleiche Design ist. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass das sogar aus einem ähnlichen Laden ist oder so. Ich habe es gefeiert. Dann habe ich auch ein Halstuch geschenkt gekriegt. Das ist so schön. Also so richtig schön. Und der Stoff ist ein Traum, Leute. Das ist so schön. Ich liebe Halstücher. Ich trage auch ständig irgendwie Halstücher, weil ich hasse es so sehr, wenn mein Hals irgendwie so frei ist oder so und ich Zug bekomme. Ich habe mega das Problem mit Zug und also mit Zugluft. Und ja, da ist sowas echt optimal. Kommt jetzt ein bisschen krass mit diesem Kleidchen. Und da sind hier so Bommels dran. So Bommelze. Genau, das finde ich auch total schön und halt auch in diesem Orange, Blau, Rosa ist da auch ein bisschen mit dabei. Also das ist echt voll schön. Also vielen, vielen Dank, das finde ich echt geil. Dann habe ich etwas, das steht hier im Hintergrund. Das ist was Selbstgemachtes. Muss ich ganz vorsichtig nach vorne holen. Und zwar ist da einiges los in diesem Körbchen, wie man sieht. Da haben wir hier einmal eine selbstgemachte Marmelade, ein bisschen Pflege, dann so selbst zusammengebastelt, ich weiß nicht, wie man das nennt, aufbereitete, präparierte Pusteblumen, dann ein Glas, ein Duftkerzengedönsen und noch ein bisschen mehr Pflege. Und wenn man jetzt gleich runterfällt, ja, das ist mir runtergefallen, stelle ich das mal kurz ab. Hier haben wir wieder das No-Drama-Lama drauf. Ich finde es so geil. Fühl dich gedrückt. Eine limitierte Edition, schäumendes Duschgel, finde ich so schön. Da bin ich echt gespannt auf den Duft, wonach das so riechen wird. Genau, so schaut das aus. Voll schön. Das scheint aktuell eine LE zu sein. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Und wonach riecht das? Gedankenreise nach Südamerika. In die Welt von süßen Alpakas. Schön. Mit Wohlfühlduft. Jasmin und Frese. Ja, hallo, das schreibt mein Name. Ja, das riecht gut. Und wie gesagt, selbstgemachte Erdbeermarmelade, das fand ich auch richtig cool. Habe ich hart gefeiert. Hier haben wir dann mit diesem süßen Igel, Feel Pretty. Also da, mega, mega. Ein Duschgel. Das ist dieses hier. Auch voll süß. Oh mein Gott. Ich habe das nirgendwo gesehen. Ist so geil. Das riecht eher fruchtig. Riecht angenehm. I feel so pretty. Mandarine, Lavendel, rote Früchte. Voll geil. Und ja, hier steht auf der Kerze etwas drauf. Und zwar, nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Ne? Ja. Ist aber ohne Duft. Das finde ich manchmal auch ganz praktisch. Dann hast du gerade jetzt so im Sommer, ne, nicht diese ganz exorbitant heftige Duftnote überall rumfliegen. Und was natürlich hammermäßig ist, sind diese Viecher. Also, ja, da kann ich halt so sagen, das hat meine Stiefmama gemacht, tatsächlich. Und sie macht das irgendwie so. Oh Gott, wie erkläre ich das am besten? Sie geht dann dahin, wo der Löwenzahn wächst. Und dann guckt die, dass der Löwenzahn gelb ist. Und sobald sich die Blüten schließen, pflückt die das, ne, macht das unten ab. Und dann steckt die wohl durch den
Stiel, einen Zahnstocher durch und dann wartet sie einfach. Dann werden die halt irgendwo reingesteckt und dann öffnen die sich und dann hast du halt diese Pusteblume, die man halt, ne, die bleibt so, wie sie ist. Heute ist der 6.6. und ich habe das ja am 22. Mai von ihr geschenkt bekommen und sie hat es halt vorher schon vorbereitet. Sie hat auch zu Hause ganz, ganz viele davon überall richtig schön präpariert und so. Also mega geil, das ist wohl total haltbar. Sollte man natürlich nicht unbedingt gegenpusten, ne? Dann könnte es sein, dass es wegfliegt. Aber das finde ich echt nice, ne? Und das hat sie mir gebastelt und geschenkt. Das finde ich schön. Jups! Ich stelle es kurz zur Seite, denn hier kommt gleich noch ein bisschen mehr. Ja, der Tisch ist jetzt... Ich muss mal kurz meinen Tisch freiräumen. So, dann habe ich hier ein wundervolles Paket, wo tatsächlich auch was für Sammy mit dabei war. Natürlich, alles war mega liebevoll eingepackt, aber ich habe es natürlich ausgepackt, denn ich bin ja ein neugieriger Mensch und zu meinem Geburtstag wollte ich natürlich die Sachen auspacken. Das wollte ich hier nicht vor der Kamera machen. Genau, da habe ich hier das einmal so mir zusammengestellt. Da schauen wir jetzt einfach mal durch. Das ist ein sehr beauty-lastiges Paket und ein Sammy-Paket. Zuallererst ist es ein Spielzeug, ein Quietschi für Sammy. Und zwar ist es mit einem Mini-Yoda. Ich liebe diesen Mini-Yoda. Ich finde den so süß. Und da ist halt ein Quietschi mit drin. Aber Monsieur ist jetzt ja gerade tief und fest am Schlafen. Deswegen werde ich jetzt nicht quietschen, damit er... Ne? Der soll ruhig weiter schlafen. Genau, also richtig, richtig süß. Da wird er sich drüber freuen. Ich bezweifle, dass es etwas länger als einen halben Tag überleben wird. Also weil, ne? Wobei das relativ robust ist. Weiß ich noch nicht genau. Muss ich ausprobieren. Dann habe ich ganz, ganz viel von Colourpop hier mit bei gehabt. Und zwar zum einen ein Detail Blending Sponge. Ich plane ja auch aktuell einen Full Face Colourpop zu schminken. Deswegen passt das sehr, sehr gut. Und das habe ich mir, um ehrlich zu sein, sogar gewünscht. No Filter Setting Loose Setting Powder habe ich ebenfalls geschenkt bekommen. Da bin ich auch echt gespannt drauf, wie so die Qualität ist. Ich habe ja so einen Foundation Stick, ich habe einen Concealer, ich habe schon ein paar Lidschattenpaletten, so ne, das ein oder andere. Und das ja, hilft jetzt einfach noch, um das Ganze so zu ja, vereinheitlichen, vervollständigen. Auch von Colourpop No Filter Finishing Press Powder. Das ist ja einmal das lose Puder für unter den Augen und das Finishing Powder. Das kannst du dir halt einfach komplett übers Gesicht so drüber geben. Ich weiß nicht, ob das einen Glanz gibt oder so in der Farbe Fair. Da muss ich einfach mal schauen. Mache ich mit euch zusammen. Ja, dann habe ich auch noch von Colourpop eine Mascara bekommen. Die Act Natural Defining Mascara. Bin gespannt drauf, wie die so sein wird. Ich hoffe nicht, dass sie zu natural sein wird, denn ich mag ja gerne Vava Voom Lashes, ne? Das müssen wir uns mal zusammen anschauen. Von Juvia's Place, die Glow. Ich kann nicht mehr reden. Die Herine Glow One bei Juvia's. Okay. Herine. Okay. Bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Juvia's Place hat ganz, ganz tolle Lidschattenpaletten. Wow. Das ist mal sehr viel Verpackung für ein kleines Produkt. Ich hatte den auch direkt geswatcht. Aber wunderschön, ne? Richtig cool. Habe ich nie gesehen, dass es sowas gibt von Juvia's Place. Also richtig cool. Hat mich sehr gefreut. Steht hier eine Farbe drauf? Nee, Baked Highlighter einfach, ne? Jo. Läuft. So. Dann habe ich hier noch etwas für den kleinen Mr. Rau. Aber der schläft tief und fest. Von Barco, das ist mit Lachs Mini Bones. Das sind diese kleinen Knochen. Das ist wundervoll. Also da wird Sammy sich auch safe drüber freuen, ne? Wir hatten hier auch irgendwo noch eine weitere Packung mit, also genau in dem Paket auch drin gehabt, mit weiteren Sachen für Sammy, aber die hat er leider schon aufgesnackt, weil unser Besuch ihm halt das auch gerne gegeben hat. Dann habe ich in mehrfacher Ausführung die Dog Biscuits bekommen, Purely Good. Das sind diese großen Knochen und die bekommt er wirklich ab und an mal. Ne? Da bekommt er auch mal einen Knochen von, die sind nämlich sehr... keksig und das ist für sein Gewicht halt nicht so hundertprozentig tutti. Dann habe ich hier auch von Colourpop den BFF Cream Gel Liner bekommen. Also ein Eyeliner von Colourpop. Das Full Face Colourpop wird demnächst geschminkt werden können. Dann habe ich hier noch ein kleines Täschchen und das ist in so einer Kork-Optik. Das finde ich auch echt hübsch. Und da drin verbergen sich ein paar Produkte. Da habe ich, aber vor allem verbirgt sich hier drin Naschi, von The Beauty Depth Face Scrub Energizing Watermelon mit natürlichem Bamboo irgendwie, mit Wassermelonenfrucht, mindestens 96% natürliche Inhaltsstoffe und das finde ich sehr, sehr ansprechend und ja,
richtig cool. Ich liebe Wassermelone, das ist ein ganz toller Duft. Ja, und sonst habe ich hier ganz viele Süßigkeiten. Ist da noch irgendwas Beauty-mäßiges, was ich rausholen müsste? Nö, ganz viel Frit und Mau, Arm und Lind und Rosé und so. Das ist voll mein Ding, ne? Das ist ganz viel Nomsel Kapomse. Oh, ich stehe drauf. Vielen, vielen Dank. Ja. Und dann habe ich hier noch eine Gesichtsmaske. Nein, ich habe drei Gesichtsmasken. Einmal hier, die habe ich schon ausprobiert, die finde ich richtig toll. Die Rapunzel-Geschichte, genau. Die Rapunzel-Gesichtsmaske, eine ganz schöne Geschichte, weil man auch so, man hat so Blümchen auch im Gesicht, die ist so rosa und dann sind das gelbe Blümchen, die dann da drauf gedruckt sind. Die soll das Gesicht reinigen, ist mit Teebaumöl und die habe ich auch schon ausgetestet und da kann ich euch schon sagen, die brennt null. Ne? Und Teebaumextrakt, das brennt ja auch mal ganz gerne. Dann habe ich auch noch die Schneewittchen. Ich weiß gar nicht von wem. Also Disney Princess Facial Sheet Mask. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Gibt es die beim Action vielleicht? Ich weiß es nicht. Da bin ich ja schon ewig und 3 Tage nicht mehr gewesen. Die soll dir die Haut erfrischen und Feuchtigkeit spenden. Hyaluronate sind da drin für alles Gesichtstypen. Und das ist mit Äpfeln. Das finde ich ja mal sehr passend, ne? Das Äpfel im Gesicht. Scharf. Stehe ich drauf. Und dann habe ich nochmal von Pilor Vital Infusion Soothing, also beruhigend, Facial Sheet Mask. Und das ist mit Aloe Vera Extrakt, Hyaluronsäure, Kollagen und Reisextrakt. Das lässt du 20 Minuten auf dem Gesicht drauf. Und das fühlt sich schon an, als wäre da richtig, richtig viel Serum drin. Also schön nass fürs Gesicht. Mega geil. Natürlich auch noch ein schönes Kärtchen mit dabei. Und dann habe ich hier noch ein Engelchen-Anhänger drin. Mega, mega. Herzensmenschen sind Menschen, die auch dann noch in der Lage sind, Trost zu spenden, wenn es ihnen selbst nicht gut geht. Ne? Ja, das, da können wir beide ein Liedchen von singen. Ja, finde ich mega. Hier habe ich dann das nächste Paket. Das habe ich auch schon natürlich ausgepackt und da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Also hier habe ich vor allem Essentials, nenne ich es einfach mal. Also nicht dieses klassische immer nur Beauty, aber auch Beauty enthalten. Ich liebe Beauty und ich freue mich über jedes Beauty-Produkt und ich werde es mit Liebe genießen tatsächlich. Ich finde es aber auch total witzig, wenn sich jemand dann so bewusst überlegt, ja, Claudi, die verwendet schon sehr, sehr viel Beauty. Ich möchte ihr aber mal etwas schenken, was mal was etwas anderes ist. Und das fand ich auch ziemlich witzig, was da dann rausgemacht wird, um das mal so zu sagen. Als erstes habe ich hier für Sammy etwas mit dabei. Das wird er auch heute Abend bekommen. Von Wow, Single Protein, Feuchtnahrung mit extra hohem Fleischanteil, Pute 90%. Und das ist ein Nassfutter für Hunde. Ja, ist mega geil. Da freut sich der kleine Mr. Bau auch sehr, dass er was bekommt. Dann habe ich hier auch in meiner Schuhgröße von Fascino Limited Edition Füßlinge Baumwollsohle für optimalen Tragekomfort in der Größe 39 bis 42. Und das sind halt so Füßlinge, ne? Ich trage ja jetzt gerade Richtung Sommer auch viel einfach Sneaker und sowas. Und hier habe ich wirklich so kleine Stopper in Blumenform, finde ich traumhaft. Und schön ist halt auch, dass du hier wirklich eine Baumwollsohle mit dabei hast und obendrauf die Spitze. Finde ich echt toll. Doch, in so einem schönen Rosé, Altrosa ist es ja quasi, ne? Mit Spitze und Blumis. Dann noch ein schönes Kärtchen mit dabei. Happy Birthday. Mega schön. Sie hat zwar auch reingeschrieben, dass ich sie vorlesen darf, aber die Karten, nee, du bist zauberhaft, steht ja auch drin. Das behalte ich dann eher für mich tatsächlich, weil das, ja, das ist mein Herzensgraben, sage ich jetzt einfach mal dazu. Dann hat sie mir noch mit dabei gelegt 2 Bücher und die finde ich so schön. Mein Glück in meiner Hand. Es ist ein Tagebuch, was man halt selber, ja, also auf sich selber dann ummünzen kann, sage ich jetzt einfach mal. Liebe Claudi, vielleicht hilft dir das Buch, um die Kleinigkeiten im Leben wieder wertzuschätzen. Hab dich lieb gewonnen, du bist toll. Dankeschön. Und ja, da steht halt wirklich, das ist so ein Life-Coaching-Buch, ne? Hast du verschiedene Wochenfokusse. Es geht über 12 Wochen und es beginnt mit das positive Sehen, im Hier und Jetzt leben, Selbstmitgefühl zeigen, gesunde Beziehungen führen und so weiter und endet dann mit in Bewegung sein, verzeihen und loslassen, dankbar sein. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sehr mich dieses Buch bewegen wird. Also ich werde damit tatsächlich in meinem Urlaub beginnen und da kann man auch selber was eintragen, ne, dass man auch selber einfach mal so reflektieren kann. Hier steht in 12 Wochen zum Glück. Ich bin gespannt, was meine Psychologin dazu sagen wird, aber ich werde es ausprobieren, definitiv. Und mal gucken,
also kannst du super viel immer eintragen. Ne? Das ist immer erst ein Vorwort, dass du dann mitgenommen wirst und dann musst du das entsprechend eintragen. Das erfordert sehr viel Arbeit, aber ich glaube, dass es mir gut tun wird. Deswegen vielen, vielen Dank. Das ist mal ein sehr tiefgründiges Geschenk. Natürlich auch sehr tiefgründig, aber doch etwas mehr so in meiner Komfortzone, um das mal so zu sagen, haben wir ein paar Beauty-Produkte, Limited Edition, straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Rosenwasser und Hyaluron, ein Träumchen. Ich habe schon gesehen, dass sie neu ist und wollte sie mir holen, habe mir aber auf die Finger gehauen, so kurz vor meinem Geburtstag und bin da froh drüber, denn jetzt habe ich ja auch die ein oder andere Maske noch neu dazu bekommen. Das andere Buch, was ich euch noch zeigen wollte, ist dieses hier, das Klo-Gästebuch. Und das ist so witzig. Das hatten mein Freund und ich in unserer ersten gemeinsamen Wohnung, wo wir bis vor 5 Jahren halt noch gewohnt haben. Als meine Eltern sich getrennt haben, sind meine Mama und ich ja in eine Wohnung gezogen. Dann hat irgendwann meine Mama ja auch ihren mittlerweile Mann kennengelernt und ist dann auch mit ihm zusammengezogen. Das war halt, als meine Ausbildung auch beendet war, und dann ist mein Freund zu mir gezogen und dann haben wir zusammen in der Wohnung gewohnt. Das war sehr praktisch und lief halt sehr smooth, in eins über hat genau gepasst halt, ne? Und da hatten wir halt auch genau dieses Gästebuch, denn das hatte ich vor Ewigkeiten mal in meiner Jugendzeit bekommen und habe es dann nochmal bei uns ins Gästebad gelegt und da wurden Sachen reingeschrieben. Ich habe das Buch nicht mehr, aber es war super witzig und ja, von Klodwig Kacklefeucht ist das Buch geschrieben worden und da kann man natürlich Gästebuch führen und dann war natürlich auch zum Beispiel Helmut Kohl da. Wichtig ist, was hinten rauskommt, ist sein wichtiger Gruß oder sein kleiner Gruß, ne? Super witzig und da stehen halt auch sehr witzige Klosprüche und so drin. Also kann ich jedem empfehlen, der ein kleines bisschen Humor hat und noch was für sein Gästebad sucht, für die Gäste einfach zum Spaß haben. Genau. Und dann hat sie mir noch ein bisschen Pflege von Balea mit reingelegt. Einmal das verwöhnende Shampoo Rosenwasser. Glanz und Leichtigkeit für normales Haar. Ne? Ich mag ja gerne Rose und das weiß sie. Also das ist ein Träumchen. Dann auch die entsprechende Spülung dazu. Ne? Ich habe sie auch schon geschnuppert. Das riecht so geil, Leute. Rose beruhigt, Rose pflegt. Rose ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe ja auch sehr viele Rosen bei uns im Garten. Leider ist mir jetzt diesen Winter eine kaputt gegangen. Ansonsten, ich glaube, ich habe noch 6 Rosen, ne? Rosenstämmchen, ja, mehr. Meine Oma hat uns ja auch noch 2 geschenkt, 3. Nee, ich habe definitiv 10 oder so. Genau, mega geil. Also das passt einfach zu mir. Dann hat sie mir hier noch etwas von Vandini mit reingepackt. Blütenwasser und Pflegekomplex, Nutri-Pflegedusche, Schauergel, Pfingstrosenblüte und Arganöl. Heute habe ich noch gesehen, dass unsere Pfingstrose so langsam darüber nachdenkt, vielleicht mal zu blühen. Tut sie aber noch nicht, also das sind noch Knospen leider. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht. Dann dürfte sie sich so langsam mal überlegt haben, sich zu öffnen. Und das ist halt optimal geeignet für trockene Haut. Das passt halt einfach bei mir, ne? Dann habe ich hier noch mit dabei Lovely Rose Waschgel und mit Rosenwasser und Niacinamid für einen strahlenden Teint. Da hat sie Ferkel drauf geschrieben, das hing halt mit anderen Dingen zusammen, die sie, sie hat mir Kärtchen dazu geschrieben. Ja, es hat halt einfach gepasst, Leute. Genau, dann hat sie mir hier noch von Alverde das Gesichtsöl Bio Wildrose für trockene Haut hineingepackt, revitalisiert trockene und müde Haut. Ich vertrage Alverde leider nicht ganz so gut, aber ich habe für solche Gesichtsöle mittlerweile, die halt ja, empfindliche Haut pflegen sollen, eine super Alternative gefunden. So blöd, wie sich das anhört, aber es ist so. Ich habe ja mal diese Geschichte getestet von Juno & Me, habe ich mir selber gekauft. Das war ja bei diesem Influencer-Markentest. Natürlich habe ich das auch aufgebraucht. Habe gemerkt, dass es mir persönlich gut tut im Unterstübchen und verwende seitdem Gesichtsöle eben genau für diesen Zweck. Ja, und ich denke auch genau dafür werde ich das auch verwenden. Macht Sinn, weil ich habe seitdem halt viel weniger Rasurpickelchen und ich habe da auch einfach viel schönere Haut bekommen, viel gepflegtere Haut. Ich habe gemerkt, dass mir das hilft und dafür werde ich das zweckentfremden. Also, ne? Nur mal so. Genau, dann habe ich hier noch von Friends X Revolution Central Perk. Das ist ein Coffee-to-go-Becher. Richtig, richtig cool. Und da ist noch etwas enthalten. Und zwar, also ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm, dass es das so gibt, ne? Ist da ein Body-Scrub mit drin. Das ist witzig, ne? So ein loses Body-Scrub. Und ja, ist halt wie so ein Kaffee-Scrub, oder? Weiß ich nicht, ist es Kaffee? Steht das hier irgendwo drauf? Ich habe die Umverpackung entfernt. Läuft bei mir. Ja, keine Ahnung. Glaube ich schon. Und sowas finde ich sehr, sehr praktisch. Und das werde ich mir dann umfüllen in ein
Pöttchen, ja, guten Morgen, kleiner Mann. Und das dann entsprechend verwenden. So, dann hat sie mir aber, das ist ein mega krasses Paket gewesen, Leute, ne? Ich bin ausgerastet, als ich das ausgepackt habe. Von Make-up Obsession eine Lidschattenpalette mit reingepackt, die Keep It Fresh. Und das sind halt so richtige, mintige Cloudy-Töne. Ich stehe auf solche kühlen Farben. Ich mag das einfach gerne, mich vor allem in meiner Freizeit halt sehr, sehr bunt zu schminken. Und dieses Mintgrün, das findet man auch irgendwie gefühlt überall bei uns in der Wohnung. Unser Badezimmer ist auch entsprechend so eingerichtet. Und das sind halt so winzig kleine, süße Fändchen. Ich habe die so lieb gewonnen. Tatsächlich, ja. Ich feiere sowas, ne? Und ja, da haben wir 9 verschiedene Töne drin. Schimmernde Töne, matte Töne. Und das werde ich auch mal mit euch ausprobieren. Vielleicht schminke ich auch wirklich ein Fullface. Geburtstagsgeschenk oder so. Letztes Jahr habe ich das gemacht, ne? Muss ich mal schauen. Dann hat sie mir aber auch noch, so eine verrückte Nudel, ein Parfüm mit reingepackt. Und zwar Essential Garden Joyful Rose. Das ist ein schönes Parfüm, was wirklich nach Rose riecht und was so sehr extrem blumig, süß riecht. Aber ich mag das. Es verfliegt sehr schnell. Ich hatte mir das auch an meinem Geburtstag drauf gemacht. Und auch verwendet, beziehungsweise als ich das Paket ausgepackt habe, ne? Ich mag den Duft wirklich gerne. Für mich ist es ein toller Duft. Ich glaube nicht, dass jeder das mag, weil das sehr intensiv nach Rose riecht. Aber ich mag es halt. So, dann, was hat sie hier? Wenn dich jemand mit Steinen bewirft, musst du mit Rosen zurückwerfen. Genau, das war ihre Intention. Aber vergiss nie die, aber vergiss die Vase nicht. Geiler Spruch, oder? Und dann hat sie mir hier auch noch ein, hör niemals auf zu träumen. Das ist so ein, ja, so eine To-Do-Liste mehr oder weniger oder eine, was auch immer, weil du kannst die mit Magneten auch am Kühlschrank oder so befestigen und kannst dir dann hier verschiedene Sachen aufschreiben oder man verwendet es so als Botschaftenliste, wenn man sich mit dem Freund irgendwie Botschaften schreibt oder so. Finde ich eigentlich auch ganz schön, ne? Und wie gesagt, das kann man halt per Magnet am Kühlschrank zum Beispiel befestigen und hier ist ein Bleistift mit dabei. Glück ist die Stimme. Nee. Glück ist die Summe schöner Momente. Genau. Fand ich auch total toll. Also richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank. Wäre nicht nötig gewesen, wie immer. Ne? Aber ich habe mich mega gefreut, tatsächlich. Ja, und dann habe ich noch, last but not least, ein Paket bekommen von Dalton. Und das ist, etwas, ich habe mich kaputt gelacht, wirklich. Eine kleine Box voller Freude. Und das war in einem Karton drin, Leute, der gefüllt war mit allem möglichen Konfetti und hast du nicht gesehen. Ich fand das so, so cool und so liebevoll. Ich habe ja die Kooperation mit Dalton, habe da auch immer mal wieder Rabattcodes und so und bekomme auch Produkte von denen zugeschickt. Aber die haben sich gedacht, nö, zum Geburtstag kriegt die Claudi jetzt einfach mal nicht die klassischen Beauty-Produkte, sondern sie kriegt von uns eine Fressbox. Und das habe ich so hart gefeiert. Guckt euch das mal an, das ist so eine richtig schöne italienische Fressbox. Und ja, was ich auch mega gefeiert habe, ist die Karte, die mit dabei war. Liebe Claudi, das Dalton-Team wünscht dir von Herzen alles Gute und Liebe zu deinem Geburtstag. Und hier konnte ich endlich mal sehen, wer meine Ansprechpartnerinnen sind, denn ich habe sie ja noch nie vorher gesehen. Sind das nicht sympathische Mädels? Also ich finde es so, so cool, so persönlich irgendwie. Und ja, dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Das hier sind Obando Panaderia Atenzana. Das sind so Viecher, die kannst du, das sind so Brotsticks, ne? Die kannst du so schön dippen. Und ja, in Dip halt rein dippen. Finde ich mega. Ich mag sowas, ne? No. Mein Freund hat das auch schon direkt durchgestöbert und fand das cool. Und unser ganzer, also weiß ich nicht, unser ganzer Gabentisch sah sehr schön damit aus, muss ich gestehen. Dann habe ich hier Salsa Tumaca Brotaufstrich für Tapas oder wo du halt dann, also Tomaten-Knoblauch-Soße mit Olivenöl. Genau, da kannst du natürlich auch diese Dinger reindippen oder du kannst es verwenden als Soße für die Nudeln, die mit dabei waren. Das ist so geil. Und das sind die San Marti Qualität, also ne, italienische Qualität, bla bla, wie auch immer. Und das sind halt die Nudeln. Perfekt für so ein Zweiermenü, sage ich mal, ne? Dazu kann man sich die Soße machen oder man kann sich dazu auch, wenn man möchte, das hausgemachte Pesto nehmen. Also Wahnsinn, richtig cool. Ich weiß gar nicht, womit ist das? Feine Kost aus Spanien ist das, okay. Ist das gar nicht italienisch? Ist das eher spanisch? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine italienische Box. Okay, kann natürlich auch spanisch sein, ne?
Ja, das ist aber ein rotes Pesto mit Zwiebeln, Zucchini, grüner Paprika, Tomaten, nativem Olivenöl, Zucker, Salz und Kümmel. Das finde ich cool. Und ich finde es vor allem auch echt cool, dass es ein rotes Pesto ist. Das weiß natürlich keiner, aber mein Freund mag viel, viel lieber rotes Pesto als grünes Pesto. Ich mag alles. Ich bin ein Vielfraß irgendwie gefühlt. Ja, genau. Und deswegen passt es einfach sehr gut, wenn wir uns davon ein kleines Menü machen. Dann war hier auch noch Schoki mit dabei. Negro 70%, wow. Manuel Segura Nummer 3, keine Ahnung. 70%ige Schokolade. Das ist halt so eine typische Schokolade, da isst du dann vielleicht so ein, zwei Stückchen von und dann hast du deine Schokoladenlust auch ein Stück weit befriedigt. Das finde ich auch gar nicht so verkehrt, denn ich mampf ja gerne. Ne? Dann habe ich hier noch, mega, natives Olivenöl, Aceite, finde ich auch nice. In so einem kleinen, Blechbehälter. So cool. Und dann kommen wir hier zum Wein. Heidenai. Den habe ich noch gar nicht ausgepackt, weil ich mich noch nicht getraut habe. Also ich habe das Paket noch gar nicht so intensiv mir anschauen können, weil ich es nicht zerstören wollte. Und ja, jetzt wird es eh weggeräumt und in unsere Vorratskammer gebracht, beziehungsweise in den nächsten Tagen schon gegessen. Heißt, Salut wahrscheinlich. Ja, das ist echt ein spanisches Paket, ja, ne? Da haben wir einmal hier unten etwas drin, und zwar Oliven. Ich liebe Oliven. Das passt wie Popo auf einmal zu mir, Leute. Ist echt cool. Und dann muss ich das hier mal eben kurz runterholen. Hä? Oder ist hier gar kein Wein drin? Bin gerade verwirrt. Ich meine, das wäre nicht schlimm, ne? Weil ich trinke jetzt nicht wirklich Alkohol. Nee, das ist Aioli. Wie geil ist das denn? Oh, sowas mag ich ja, ne? Aioli. Boah, das wird nicht lange halten. Ich dippe in sowas auch ganz gerne Pizza oder Chips rein. Ja, ich bin manchmal etwas merkwürdig. Oh, geil. Und das hier ist Meersalz. Sal Marina. Viel besser als jede Flasche Wein. Richtig geil. Meersalz mit mediterranen Kräutern. Das finde ich geil. Denn ich habe tatsächlich gestern noch gekocht. Und da habe ich gemerkt, dass unser grobes Meersalz mittlerweile leer geht. Das heißt, es kommt dann direkt bei uns in Anwendung. Und das ist ja cool. Da hast du direkt die Kräuter schon mit drin, ne? Oh, von jamon.de. Feine Kost aus Spanien. Das ist ein spanisches Paket. Leute, wie geil ist das denn? Nee, ich finde es tausendmal besser als jede Flasche Wein, ne? Also ich glaube, solche Pakete kann man sich dann auch bei diesem jamon.de bestellen. Schaut da auf jeden Fall vorbei, weil da, kommt das alle irgendwie gefühlt her. Und das waren jetzt meine Geburtstagsgeschenke. Ja, ihr Lieben, ich habe mich extrem gefreut. Also für mich war das ein ganz, ganz toller Geburtstag. Wenn auch der zweite etwas ungewöhnliche Geburtstag, weil ich halt nicht wirklich feiern konnte, weil meine Freunde nicht um mich herum waren, wie ich das normalerweise mache. Normalerweise, wenn mein Freund und ich Geburtstag haben, feiern wir zusammen, weil ich habe am 22. Mai, er hat am 4.6. Und dann machen wir das meistens einfach zusammen, weil wir haben ja den gleichen Freundes- und Familienkreis und feiern dann einfach groß als Gartenparty oder so, weil wir auch einen großen Garten haben. Und oder halt im Partykeller, weil auch da haben wir Platz. Ja, aber die letzten zwei Jahre, beziehungsweise dieses und letztes Jahr, musste das ja leider ausfallen. Das war sehr traurig tatsächlich. Also mir kommen auch gerade so ein bisschen Emotionalitäten in die Augen rein. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich meinen 30. Geburtstag vor zwei Jahren halt noch groß feiern konnte. Also das ging halt alles noch, aber die Jahre danach ging es halt leider nicht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Situation sich einfach ändert. Denn gerade wir Mai- und Juni-Kinder und auch die April-Kinder und die ganzen Juli, August, ich weiß es nicht, Kinder, die jetzt halt auch noch, ne, geburtstagstechnisch folgen werden. Wir sind alle gebrandmarkt und haben dann jetzt quasi schon den zweiten Geburtstag in Folge, wo man halt nicht seine Liebsten um sich hat. Und das finde ich sehr traurig. Naja, mir wurde das Ganze ein bisschen versüßt. Dadurch, dass dann halt auch tatsächlich in Timeslots meine Eltern vorbeigekommen sind und das ein oder andere Paket mich erreicht hat, dass ich gemerkt habe, dass Menschen an mich gedacht haben, mir absolut liebe Grüße auf Instagram oder hier auch auf YouTube geschickt haben. Und da habe ich mich echt, echt von Herzen drüber gefreut. Und ihr habt mir dadurch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag bereitet. Ja, bevor ich jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, warum ich jetzt irgendwie so emotional werde, aber bevor das hier noch irgendwie irgendwelche Ausmaße annimmt, die es nicht annehmen sollte. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet vielleicht die ein oder andere Inspo für den nächsten kommenden Geburtstag für euch mitnehmen, womit ihr jemanden bei euch im Umfeld glücklich machen könnt, um einfach ein Lächeln zu schenken und ja, ein bisschen Wärme rüber
zu schicken. Im wahrsten Sinne des Wortes, sage ich jetzt einfach mal. Und viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, glaube ich, oder? Ich bedanke mich von Herzen, wie gesagt, bei allen, die an mich gedacht haben und die mir in welcher Art auch Grüße zukommen lassen haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!